Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, wir sind hier ja mittlerweile an Massenabbau wieder beteiligt, indem wir hier vorne eine komplette Abfahrt oder unsere Ablagerungsstellen nach vorne verschoben haben, damit die Kollegen schneller abbauen können, weil wir haben ja hier, wie viel sind es jetzt eigentlich? 5 große Bagger. Die sich nur darum kümmern, dass das hier funktioniert. Wir werden aber diese Zahl jetzt mal reduzieren, glaube ich. Weil wir es leisten können. Wir haben 5 Bagger. Wenn wir 7 haben, haben wir 2, die im Backup quasi sind, beim Zwischen- und Hin- und Herfahren. Und so sollten wir hoffentlich selten in den Stillstand kommen. Das sollte ganz gut klappen und wir haben wieder einen frei. Gut. Aktuell tun wir Schiffsmotor 3 erforschen. Und unsere Produktion schaut ja grundsätzlich gar nicht so schlecht aus, ne? Genau, euch müsste ich trotzdem mal überarbeiten, weil wir hier ja jetzt doch mittlerweile mehr benötigen, als nur das bisschen, was hier was reinläuft. Cybertechnisch sind wir aber sehr schön voll wieder, das ist super. Wir können den hier vollpacken. Oder halt relativ voll, aber jetzt haben wir wenigstens 170 Teraflops zur Verfügung. Wie viel produziert ihr? 8 Teraflops. Würde ich mit 16 verlieren. Aber euch baue ich jetzt echt ab, weil ihr braucht so viel Energie für nada niente. Ach, der fährt einer mit Kohle rum. Wo fährst du hin? Zu dem Kollegen hier vorne, der eigentlich öfters was Kohle bräuchte, wie er jetzt hier hat. Vielleicht sollten wir das ein bisschen höher halten. Vom Energiestand her, ja, sind wir in Ordnung immer noch. Aber was mir Roger auch empfohlen hat und was ich gerne auch mal probieren würde, weil das hatte ich vor Ewigkeiten angesprochen und da war es irgendwie noch nicht so beliebt, Solarpaneele. Wandelt, aber wie viel macht es? Direkt, dass du um den Preis anzeige wirst. Ach Leute, schalte ich das aus, okay. Also ich brauche 120 Solarpaneele. Solar. Schauen wir doch mal. Solarzellen. Braucht Stahl, Polysilizium und Glas. Wenn ich es robotisch mache, kann ich die Produktion ein bisschen erhöhen. Krieg dann 4. Oder krieg halt ein bisschen mehr raus. 8 insgesamt. Und ich brauche für ein so ein Ding 120. Das ist nur ein einziges Panel. What? Es steht aber nicht dabei, wie viel Energie ich oder sowas rauskriege. Oh, warte mal, das ist die Höchstturbine. Kann ich mit meinem Atomreaktor darauf hinausgehen, dass ich das möchte? Weil ich konnte es doch gleich einstellen. Ne, konnte ich nicht, ne? Aktuell laufen wir nur mit Mockstäbchen. Weil wir da noch einige haben. Aber die werden natürlich über die Zeit auch leer gehen. Und in der Zeit füllt sich unser Atom-Ding hier, Uranbrennstablager. Das ist natürlich super, bedeutet, wir haben ein riesiges Backup an Energie aktuell. Auch wenn ich die letzten hier komplett ausgeschaltet habe. Und sich hier das Lager langsam auf 100% wieder gefüllt hat, was super ist. Andere Frage. Ist diese Anlage hier noch in Betrieb? Nein, ne? Die ist komplett außer Betrieb. Schön. Dann wisst ihr, was das heißt. Ab, weg damit. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben die ja letztes Mal genau abgeschlossen. Dann können wir das endlich finalisieren. Das ist ein Sohletank, den wir hier befüllt haben. Stimmt, wir können die komplette Leitung jetzt hier auseinandernehmen, weil nichts davon mehr aktuell ist. Aber wir können so viel schön abreißen gerade. Das ist ja wunderschön. Aber die Anlage ist halt auch echt massiv.
Also mindestens einer läuft ja irgendwie immer, teilweise sogar vier gleichzeitig. Nur noch den Dampf, den wir angeliefert bekommen. Und hier geht ja echt Masse auch durch, ne? Holy moly. So, jetzt müsste der ja gleich voll sein, oder? Gehst du auch voll? Oder haben wir jetzt das Maximum erreicht? Guck mal, die Reaktorwärme hat sich angepasst. What? Dampftechnisch sind wir immer an der Max-Auslastung. Holy shit, okay. Also was, wir aktivieren jetzt die zwei wieder. Die sollten jetzt dann noch hochfahren, oder? Ja, jetzt seht ihr es. Fährt hoch, da unten durch die Gitter siehst du es durch, dass das da sich anfängt zu drehen wieder. Ah, die laufen alle nur noch auf Minimum, oder? Wenn ich die hier drüber anschaue, die gehen voll ab. Von der Leistung auch her. Die hier eigentlich nicht, also die vier sind eigentlich nicht in Gebrauch aktuell. Nur die drei, die vier hier. Und auch eher eigentlich eher so temporär. Bei dem Ding sind wir auf 100% mittlerweile. Holy moly. Bedeutet, er fährt langsam dann runter, oder? Oder müsste dann nicht automatisch die Regelung passieren, dass das angepasst wird? So eigentlich. Weil das eine Rohr läuft ja gar nicht mehr. Das verstehe ich auch nicht, warum das eine überhaupt nichts macht. Lustig, jetzt wurde sogar schon abgezogen. Achso, vielleicht sollte ich euch beide Priorität geben, ne? Haha. So. Weil sonst zieht er nicht wieder vom anderen Tank. Und dann sollte das ja jetzt dazu führen... Warum kann ich hier Dampf rauslassen? Das habe ich mich eigentlich nie gefragt, ne? Jetzt habe ich wieder einen Fehler behoben. Das sollte die Leitungen wieder voller machen. Und ihr habt wieder nichts zum Graben. Dann grabt mal noch tiefer. Geht auf die 30. Und wir machen das gleich jetzt nochmal ein bisschen breiter. Weil ja, wir haben mal wieder ein bisschen Kohle verbraucht. Oh, wir haben 28 Arbeiter. Holy, okay. Aber wir werden gleich noch mehr haben, weil... Totally forgot that. Die Kollegen hier können wir ja abreißen. 56 Arbeiter. Schicke Sache. Aber die sind auch immer eigentlich gut dran, ne? So gesehen. Wir müssten aber auch bald schauen, dass wir hier vielleicht die erste... Sag schon. Die ersten... Ach komm, Hirn. Vorbereitungen machen für die neue Anlage. Weil immerhin, was wir hier gerade machen, ist der Produktionsbereich. Von der Fläche her haben wir das hier produktionsmäßig. Kann man eigentlich schon fast auf die Fläche projizieren. Also ich glaube, wir kommen langsam hin, dass wir das nur als Produktionsecke haben. Wie gesagt, Wasser kommt hier vor. Klar, wir müssen es noch weiter ausgraben. Ich will hier drüben noch die komplette Ecke raus haben. Also wenn man es hier anschaut. Mein Plan wäre... So, don't let me lie. Ich will hier hinter ausgraben. Natürlich, die zwei laufen so. Dann müssen wir den Rand vor allem immer schauen, dass wir noch hochhalten, weil einfach ja die Fläche da ist, die geschützt werden muss.
So. Jetzt lass das mal ein bisschen vorne. Hier machen wir die erste Kombi rein. Gott, ich muss meine Kamera drehen, sonst geht das nicht. So. Und ab hier. Oh, fast. Schade. Dann sozusagen alles auf 0-0. Aber dadurch, dass die so schnell jetzt durchgraben, sollten wir es gut hinkriegen. So, das ist das ganze Projekt. Was auch noch passieren muss, ist, dass wir das hier alles auf dieselbe Ebene heben. Also halt außer das Ende hier. Aber hier, okay, vielleicht müssen wir hier auch verkippen, damit sozusagen wir dann das alles gleich machen können. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich will hier eine gleichmäßige Struktur haben. Und wir hätten ja die Möglichkeiten dafür. Kann ich eigentlich das Gebiet noch größer ziehen? Bereich anpassen. Kann ich. Und kann ich dann auch sagen, ich hätte gerne, dass wir als erstes bei uns verkippen. Was hier verkippt werden kann. Ich würde gerne sehen, dass die bei uns verkippen direkt. Schauen wir mal, ob sie es machen. Als gerade machen wir natürlich auch andere Projekte, das darf man natürlich nicht vergessen. Wir sind natürlich hier nicht nur an einer Stelle dran, sondern wir machen hier ja viele, viele, viele kleine Sachen, um das Ganze hier zu verkippen. Warte mal, wo ist denn das jetzt wieder? Wo ist mein Verkippteil wieder? Ah nee, das ist immer unter Förderbund. Also wir nehmen die Config von ihm hier. Und machen ein U-förmiges Förderband. Ja, das ist im Gegensatz zu den anderen, die ich davor gemacht habe, irgendwie dumm. Aber ich finde es einfach. Ach, wir machen das jetzt hier simpel, fertig aus. I don't have to erklär that, I think. So, okay. Und dann machen wir das mit einem Schlag fertig. Also der ist schon fertig, wie es ausschaut. Ja, der hat das Limit schon erreicht. Vielleicht muss man die doch upgraden. Hihi. So, okay, schauen wir mal. Weil dann verkippen wir jetzt hier auch noch die Mengen und dann sollten wir schon mal wenigstens ein bisschen Vorlauf haben, um das Projekt umzusetzen. Jetzt heißt es nach langem wieder verkippen. Die haben wieder keinen Sand, oder was? Leute, das gibt's doch gar nicht. Rein da. Rein in den Sand. Ich glaube, hier steht schon wieder. Hier steht schon wieder die Ressourcenfabrik. Sind wir wieder voll? Ja, sind wir. Die Sache, ich habe euch so schlecht gebaut, dass ich kein Gemüse einleiten könnte. Und wir produzieren hier trotzdem noch relativ gut alles. Ich bin erstaunt, dass wir bis jetzt nicht wirklich mehr Treibstoffprobleme bekommen haben, ganz ehrlich. Hätte ich mir echt schlimmer vorgestellt.
Das Problem ist, selbst wenn ich es jetzt hier taktisch nur hinstelle, zum Testen, zum Gucken, was passiert, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es blockiert. Bedeutet, ich kann jetzt hier kein Projekt, Testprojekt aufstellen, ohne Probleme. Oh, ich glaube, wir haben, warte mal, ich glaube, wir haben den Boden gefunden. Ich glaube, da ist der Kohleboden. Kann das sein? Dass wir echt, ja, wir haben den Boden erreicht. Das ist das Ende der Kohlemine. Wahnsinn. Gut, zurück. Ich wollte eigentlich wollte ich mal vor Ewigkeiten am Anfang dieser Folge darüber reden, was wir mit Solarpanelen machen können. Geht auch nur, wenn man Solarpaneele bauen anfängt, ne? Dafür wollte ich gucken, wie es ausschaut mit unser... das ist ja das Zeug, was wir brauchen, ne? Ja, Polysilizium. Wir produzieren das ja doch jetzt in höherer Masse. Haben wir das hier auch irgendwie auf dem Band gesetzt? Nee, ne? Haben wir nicht. Aber es läuft hier überall so ein bisschen rum. Ach nee, doch. Das hat rein theoretisch hier einen Bandplatz bekommen. Also ich glaube, es sollte auf jeden Fall mal eins bekommen. Es hat hier auf jeden Fall rote Förderbänder erhalten. Entschuldigung, irgendwas kitzelt gerade schon wieder in die Nase. Entschuldigung, uiuiui, heute geht's ab, du. Da, glaube ich, sollte eigentlich mal eine Leitung sein, schauen. Wusste doch, ich habe irgendwas übersehen. So, Kupfer müssen wir jetzt dann bald aber auch umziehen, weil Kupfer wird hier schon eng und ich glaube aktuell, ja, ist unsere Kupferproduktion sogar down. Wir sollten umziehen. Ich glaube, wir sind wirklich bis auf, ja, jetzt wird Kupfer. Haben wir noch irgendwo lukrative Flächen gerade, die wir abbauen können, ohne dass wir das ganze System hier risken? Ich kann weiter nach hier hinten gehen. Da wird das Kupfer halt extrem tief. Wäre aber wahrscheinlich die einzige Fläche, die ich gerade ohne mit ein bisschen Risiko nur abbauen könnte. Oder ich mach's schlau und gehe halt dorthin, wo wir Tonnen an Kupfer wissen, dass da ist. Und zwar dieser Hügel hier. Und das sollten wir auch machen. So, bedeutet, wir werden jetzt hier schnell einen Baukontrollturm hinsetzen. Für eine Kupfermine. Dann natürlich unsere typischen Schuttgutlager. Genau, warte mal. Ich will jetzt hier gerade ein bisschen Fläche gucken. Deswegen baue ich gerade 6. Wenn ich dich rausnehme und dich rausnehme, haben wir notfalls Platz für große dahinter. Dann bist du für Gestein, du für Erde und du für Kupfer. Zerkleinertes, nee, nicht zerkleinertes Kupfererz, wäre natürlich auch ein geiles Produkt. Das heißt, wir machen direkt die großen Tanks da dran. So, okay. Und hier geben wir als Rechtecke aus. Okay. Und dann brechen wir diese Kupferanlage jetzt ab. Alle 5 Bagger raus, alle 7 LKWs raus. Und die kommen jetzt hier hinter zu dem Gebiet. 5 Bagger, 7 LKWs. Ja, kommt der alles noch ganz ruhig. Wir fangen erstmal normal an und machen einen Cut hier rein. Um uns das ganze Material anzuschauen, würde ich erstmal gern evaluieren, was wir haben. Ah ja, stimmt, ich muss das ja auch noch bauen, ne? Da war was. Weil wir haben hier natürlich auch dann unseren Claystone in Masse noch durchziehen, aber halt auch das Kupfer.
und anwendungstechnisch gleich sind wir hier ganz gut dran. Du musst halt hier doch eine Runde fahren, aber sollte gleich nicht so schlimm sein. Ich muss auch mal das ganze Gebiet hier ein bisschen von den ganzen Altplanungen befreien. So, ja, der beschwert sich natürlich, dass er immer wieder nicht genug Forschung kriegt, aber wir machen das ganz ruhig, ganz in Gemütlichkeit. Wir haben genug Projekte, die am Laufen sind, die so viele Ressourcen benötigen. Was aktuell natürlich wieder die Sache ist, dass ich wieder meinen Schwefel nicht wegkriege. Oh, ihr habt keine Verkipppunkte mehr, kann das sein? Oh ja, wir haben die letzten Verkipppunkte gleich hier voll. Das bedeutet aber auch, wir könnten eventuell... Holy shit, geht das Ding schnell voll. Warte mal, wo ist der Bauplatz? Wir können denen dann wahrscheinlich das hier schon ansagen. Vorteil ist, wir tun ja hier schon quasi hinbringen. Wir müssen halt nur noch eine Verkabelung an eine andere Stelle machen. Weil halt das nicht die Masse ist, die man braucht. Aber wir haben... Oder wir machen... Nee, warte mal. Wir machen erst das Kupfer hier dicht, würde ich sagen. Damit wir hier sonst durchbaggern können. Ich glaube, das ist sinnvoller. Schau mal, das machen wir jetzt hier gleich mal als Plan. Du musst ja alles so ein bisschen planen immer. Das ist ja immer die Sache. Sonst geht das alles schief. Also als erstes brauchen wir so eine Ebene. Dann muss das natürlich... runter. Ebenerdig werden, genau. Läuft dann hier rüber und hier machen wir es ganz simpel. Flip wieder bis hier vor. Und dann runter auf plus 1. Und dann machen wir hier Stück für Stück dicht. So eine ganz simple Angelegenheit halt, ne? Sollte keinen überfordern. So. Weil dann kann man hier im Zwischenraum ohne Bedenken arbeiten. So, warte mal. Dafür tue ich es jetzt aber auch ehrlich gesagt noch nicht umplatzieren, die ganzen Mines. Ne, warte mal, hä? Doch, du bist es. So, jetzt müssen sie halt anders fahren, aber rein theoretisch sind wir hier trotzdem an einer relativ nahen Stelle. So, perfekt. Dich muss man bitte ab hier spätestens lernen anfangen. Mit einer sehr hohen Prio. Dich muss man ab hier lernen und dich genauso ab hier, obwohl ich glaube, da werden wir noch eine Zeit brauchen. Wichtig ist, dass wir Kupfer wieder rankriegen. Hä, warum fahrt ihr? Habe ich nicht da eingestellt, dass es nur die Leute fahren können... aktuell zugewiesen. Oder sind es Leute, die allgemein zu verkippen hatten und keinen Platz mehr hatten? Habe ich allgemein das Verkippen von dem Zeug verboten? Nee, habe ich nicht. Hättet ihr doch die ganze Zeit hier verkippen können. Wo kamen denn die alle her jetzt? Na, schau dir mal an, was wir hier jetzt gerade an Fläche wieder geschaffen haben. Wie viel davon ist... alles Ressourcen. Alles das, was wir nutzen können. So, okay, und dann? Nein, lup, zap. Das hier anweisen. Jetzt haben wir hier nicht schon wieder eine Auffahrt fertig, auch nicht schlecht. Ihnen will ich gleich nochmal ein bisschen mehr Aufgaben geben, weil der kriegt es ja sonst nicht auf die Reihe. Damit sie einfach genug zum Baggern haben. Die Sache ist, wir brauchen halt langsam wieder Kupfer. Ansonsten wird unser Kupferlager sehr schnell leer gehen. Und dann haben wir ein ganz anderes Problem. Aber hier kommt schon die erste Kupferladerung seit Ewigkeiten wieder. Und sie haben halt hier das reine Kupfer. Bedeutet, wir baggern jetzt das erste reines Kupfer. Was es sehr, sehr angenehm macht. Und hier haben wir sogar eine kurze Abkürzung jetzt gerade erschaffen. Die uns Zeit bringt.
Nur damit die Kollegen hier das Ganze abbaggern können. Wie läuft's eigentlich hier vorne? Gut. Stück für Stück werden die Flächen vorbereitet für den sozusagen Umbau. Wie läuft's bei uns in der Mine? Ja, die haben auch ordentlich hier. Ist das im Baggerbereich noch drin? Ist es ja. Also sie bereiten halt den großen Bereich jetzt vor. Ist ja auch wurscht, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, solange es vorangeht, bin ich happy. Und aktuell machen wir massive Umbauarbeiten quasi. Ja, die haben schon wieder zu viel Kalk. Und jetzt können wir denen rein theoretisch sagen, dass die so auch hier drüben wieder reinbaggern können, weil, okay, hier geht es halt in Eisen rein, aber wir können halt den Rest auch anfangen abzugraben, der noch offen ist. Wir könnten hier anfangen durchzubuddeln und halt wirklich in die Tiefe zu gehen bei den ganzen Stoffen. Ganz andere Probleme entstehen dann wahrscheinlich. Vielleicht treffe ich irgendwann mal den Balrog an, ne? So, zurück aber zu dem Punkt, den ich eigentlich vor Ewigkeiten anfangen wollte heute. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so viel Platz habe, aber ist ja wurscht. Hier ist nur die Forschung aktuell. Bedeutet, wenn ich sage, ich will einfach simpel Solarpaneele hier produzieren, kann mich doch jeder gerne am Arsch haben, oder? Solarpaneele. Brauch Stahl, Silizium und Glas. Wenn ich zwei robotische Anlagen einfach nur hier rein platziere. Oder wenn es sich ausgeht, sogar einfach drei. Wen wird es schon stören? Das müsste Stahl sein, oder? Ja. Das Polysilizium. Ich glaube, die spannendste Sache ist, was ich hier mache, weil ich muss natürlich das Ganze auch hinführen. So, warte mal, das mache ich wieder mit Förderbändern. Da brauche ich flache Aufzüge. So, einer läuft am Boden. Und der andere muss so laufen. Bedeutet, wir müssen euch hier einmal so machen, dann flaches Förderband. Hier drum platzieren. Dasselbe hier, aber es funktioniert halt einfach gut. So simpel und so einfach am Ende, ne? Weißt du was, das machen wir jetzt echt so. Nehmen wir mal eins, zwei da drüben platzieren, sonst wird das nichts. Einmal flippen. Flaches Förderband 2. Habe ich mir vielleicht gerade ein Problem geschaffen? Nee, oder? So, was brauchen wir noch? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Glas. Ach, guck mal, hier ist Glas. Dann machen wir doch einfach dich weg. Und machen gleich hier einen Anschluss für Glas noch rein. Dann brauchen wir jetzt nur noch das Poly... Ne, das brauchen wir gar nicht, sondern wir brauchen nur den Stahl. Flippen. Gott, das dann zu schließen könnte ganz schön schwer werden. Gut, okay. Dann.
Komm, lass dich fertig bauen. Gut. Dann machen wir hier aus und aus. Kopieren das alles hier drauf und machen dann hier hinten einfach ein Lager ein. Stück Lager 3. Ist ja alles ganz, ganz easy. Flaches Förderband 2. Einfach weil ich die 2 ganz gern mag eigentlich mittlerweile. Und dann bauen wir das Ganze fertig. Puff, erledigt. Und die robotische Leistung haben wir ja mittlerweile zum Glück. Und schon bauen wir unsere ersten Module. Klar, bis das Ganze funktioniert und läuft, dauert es wieder Ewigkeiten wahrscheinlich. Aber dafür haben wir Geduld. Und ich kann den Server wieder upgraden. Oh, fast auf Maximum. Jetzt haben wir schon 180 Teraflops frei. Ist ja gar nicht so übel. Ist ja gar nicht so übel. Wie läuft es mit unserem Verkipp-Aktion? Dauert zwar alles, aber es wird. Kupfer wird auch abtransportiert. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir haben schon das erste Kupfer wieder voll. So wollen wir das sehen. Unser Lager füllt sich auch wieder auf. Alles im grünen Bereich. Was ist das? Ja, Sand. Okay, Sand ist aktuell auch wieder so ein Spielball bei uns, habe ich das Gefühl. Obwohl es auch dauernd geleert wird, ne? Aber gut, dass Kupfer geleert wird, weil das ist super, wenn das funktioniert. Dann machen wir erstmal die Ecken frei und machen wir erst diese Buddelposition, die wir gerade gemacht haben, frei für unsere nächsten Aufgaben. Weil dann wissen wir, wo wir buddeln müssen. Die Kollegen verkippen schön und hier hinten haben wir das Limit schon erreicht. Ach, schön. Aber weißt du was, wir erhöhen dich jetzt mal auf 13. Oder gehen wir auf 11 gleich. Und das geben wir jedem anderen auch noch mit. So. Weil dann schütten die das auch noch schön auf. Und danach können wir sonst hier einfach schon mal wir können eigentlich hier eine Leitung langlegen. Also hier so entlang. Und dann hier Lager füllen, die sie befüllen müssen, damit sie sozusagen das hier voll kriegen. Der Plan ist, dass wir jetzt dieselbe Höhe machen wie das hier. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben ja ein bisschen was geschafft. Wir haben viel wieder organisiert. Organisation Technisches gemacht. Serverzentren abgerissen, neue Serverzentren abgegradet. Ja, und unsere Wohn- oder Arbeitsfläche hier geht auch Stück für Stück voran. Das ist wunderschön. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal können wir vielleicht die ersten Solarpaneele mal bauen, testen, wie die laufen. Brauchen wir natürlich auch noch eine Fläche, aber ich glaube, wir haben hier genug Fläche, um irgendwas zu probieren. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.